Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Im letzten Part haben wir Vancouver verlassen, sind auf die Citadel, wollte ich gerade schon sagen, auf die Normandy zurückgekehrt und wir sollen jetzt mal auf den Mars gucken. Ja, warum habe ich nicht ganz genau mitbekommen, weil der Sound immer noch so leise ist und ich wieder zwischen dem letzten Part und diesem Part vergessen habe, den Sound lauter zu stellen. Verdammt nochmal. Oh, jetzt bin ich schon raus. Schön. Hallo, kommt ihr vielleicht mal hinterher? Das finde ich ganz nett. Ashley. Ashley. Also ich weiß nicht, also ich habe auch schon gehört, ich glaube, hier gibt's wieder Miranda. Wie in Mass Effect 2. Aber da ist dann wieder der Konflikt, ne? Nehmen wir jetzt hier Ashley oder Miranda? Das ist jetzt echt schwer zu sagen. Ich würde sagen, so, eigentlich Ashley ist mir sympathischer. Aber Miranda hat dickere Boobies. Aber ich glaube, wenn schon, würde ich dann, glaube ich, wirklich Ashley nehmen. Ich mag Ashley irgendwie. Sie ist mir sympathisch. Und sieht ja auch deutlich besser aus als in Mass Effect 1 mit dem komischen Zopf immer. Ah ja. Ups. Hä? Wie jetzt? Er zoomt automatisch hin. Ach so, das ist der Sturm. Ich verstehe. Oh, oh. Gut, dann sollten wir uns gleich mal umgucken. Ja, schön. Marsanlage nähern. Okay. Ich möchte mich eigentlich immer gerne umgucken, ne? Ich bin ja so einer. Ich bin eher der Jäger. Ja, nicht der Jäger, der Sammler, meine ich. Entschuldigung. Okay, müssen wir da hinten rum. Alles klar. Gibt es eigentlich noch irgendwas zu sagen? Ich habe so viel am Ende des letzten Parts zu sagen und irgendwie habe ich es dann doch nicht getan und naja. Kann ich einfach runter? Moment, welche müssen wir jetzt aber episch machen? Wartet. Wow! Was ist das? So. Oh, hallo. Er hat wohl keinen Widerstand geleistet. Oh. Ah, okay. Das ist auch mein Mal. Ja, hier, Katana. Ich hab ein Katana. Oh mein Gott. Das verstehe ich jetzt nicht. Auflade. Gewicht. Ach du Scheiße, okay. Achso, ich kann hier noch was zuordnen. Verstehe ich jetzt nicht. Leer. Hä? Das verstehe ich. Moment mal. Momentchen. Hier stimmt etwas nicht. Aber freigeschaltet, schön. Hä? Moment, das ist jetzt Katana. Ich verstehe. Das ist einfach die normale Waffe. Bumm. Das ist das Sturmgewehr. Und das ist die Schrot, wa? Hier schön. Okay, aber hä, Moment. Kann ich bestimmt auch irgendwo hier machen. Shepard, Moment. Ja, stimmt, hier ist es jetzt so ganz komisch. Aber hier ist, vorbildlich und hier ist abtrünnig. Also so ganz komisch in einem Ding. Ganz, ganz merkwürdig, ja. James. James. Habe ich das eigentlich umgestellt? Ups, was habe ich jetzt getan? Habe ich eigentlich... Moment, ich will gerade mal meine Punkte verteilen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir legen die dahin, wo wir noch nicht haben. Dann ist es zu bedeuten hier. Upgrade-Kosten 1. Upgrade-Kosten 2. Upgrade-Kosten... Achso, Moment. Mal 6. Und 6. Ah, okay, ich kann bei jedem Schritt auswählen, was ich machen will hier. Da kann ich mich dann entscheiden. Ich verstehe, okay, dann bleibt jetzt nur das, wa? Okay. Können wir noch da einen schön verteilen. Damit wir alles ein bisschen voll haben, nicht wahr? 2, 4, wo war noch? Ja, komm, machen wir noch mal einen auf Fitness, wa? Das ist immer gut. Ich habe hier überall schon so viel. Dann würde ich das echt erstmal gerne auf die legen, die ich noch nicht habe. So ein bisschen, ne? Und dann auch Fitness, komm. Okay. Fitness geht immer. Müssen auch schon fit sein. Habe ich das jetzt hier? Ich habe das nicht. Ich wollte eigentlich, dass die Gruppenmitglieder automatisch leveln, weil ich mag das irgendwie mal nicht selber zu leveln, da bin ich immer viel zu faul zu. Aber weiter, was hat denn das zu bedeuten? Achso, achso. Ne, aber ich meine jetzt eigentlich, Spielhandbuch? Das Hauptmenü. Nein, wo ich gerade die Waffen hier auswählen konnte. Das ist mir jetzt... Wie sie einfach viel kleinere Kleidung hat. Und ich hab hier... Hä? Wo? Hä?
Ich verstehe jetzt dieses Menü hier nicht so ganz. Wo ist denn jetzt diese Mantis da, wie hieß? Die haben auch eine Avenger, ne? Die haben alle Avengers. Die Avengers. Aber ich habe ja gerade... Hä? Hab ich Kacke im Kopf? Moment. Das ist ja wieder hier... Das zum Vorlesen, ne? Genau, das brauchen wir gar nicht. Apropos, ich habe gerade schon gesehen, wir haben können Granaten irgendwie werfen. Hier gerade mal kurz gucken. Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Ich habe, hä? Was hat denn das gerade mit den Waffen dazu bedeuten? Ich weiß, wie ich da hingekommen bin. Wir konnten ja gerade eine Waffe nehmen, das war eine Sniper, das habe ich schon erkannt. Aber die ist ja jetzt nirgendwo. Hä? Hä? Hä, das muss doch hier gehen. Mann. Ah, automatischer Stufenaufstieg. Und James, bitte auch nochmal. Schön. Die haben immer noch Punkte, ne? Ich nicht. Hä? Wo ging das jetzt mit den... Ich bin verwirrt. Ach komm, bevor ich hier noch den ganzen Part rumhocke, was ich gerade schon wieder fast tue, gehen wir mal weiter. Mal gucken, wenn wir noch eine Waffe finden, dann will ich nochmal gucken, was es da zu bedeuten hatte gerade. Mit den Waffen da. Wir können wahrscheinlich bei jedem nur eine bestimmte Anzahl tragen, ist mir schon klar. Und müssen das ersetzen, aber das war doch nichts zum Ersetzen da. What the fuck? Guck mal, hier hätte ich jetzt perfekt einen Sniper benutzen können. Aber nur Spiel. Mm-mm. Erlaube es mir nicht. Okay, Mann. Moment, haut mal wieder. Splittergranate. Ach so, jetzt habe ich... Ah, okay. Ach so, die werfe ich so. Okay. Okay. Das hätte ich auch machen können, wa? Irgendwie gerade so blöd zum Zielen, ne? Oh, naja. Macht nichts. Läuft. Wow. Was war das denn jetzt? James steckt voller Möglichkeiten. Hier selber gar nicht kennen. Warum ich jetzt sowieso Müll hier wieder laber, das weiß ich nicht. Kann ich euch so nicht beantworten, aber ich... Mein Bestes. Hey, was? Egal. Stirb. Bam, bam, bam. Junge. Bam, Junge. Und du auch nochmal. Bam, Junge. Achso, da ist noch einer. Hallo. Geht so. Pyromane. Aha. Pyro heißt Feuer. Achso, klar, wegen der Brandmunition, ne? Schön Level up bekommen. Na, was ist Level up, aber... Fähigkeit ausgebaut. Es ist hier so GTA-Prinzip. Durch das Ausüben von Fähigkeiten bekommt man Zusatzpunkte. Nachladen, um neue Munition aufzunehmen. Aber es geht gar nicht, schade. Ja, so kann ich auch Waffen wechseln, ne? Genau. Was muss ich gerade aufstoßen? Die haben die irgendwie gekillt. Voll brutal. Ja, in diesem Spiel wird gemordet. Ja, das ist nicht für jedermann geeignet. Habe ich gar nicht erwähnt, ne? Das Spiel ist übrigens ab 16. Oh. Bei Pegi so ab 18. Voll unnötig. Egal. Oh, hallo. Bam, 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 Junge. Bam, Junge. Aber ich habe das jetzt immer noch nicht verstanden, was... Aua. Oh. Habe ich eigentlich wieder neue? Ich hatte wieder ein neues Medikit, glaube ich, ne? Ja. Wo ich das hab, weiß ich nicht. Aber macht ja nichts, ne? Das Gewehr zieht richtig nach oben, wenn man nur drückt. So ein bisschen. Seht ihr das? Cool. Voll cool. Musik ist echt cool. Oh, das war einer. Alter, ich liebe diesen Jump, ne? Das ist echt nicht wahr. Komm her, Mann. Oh. Schönes Bein geschossen. Nachladen. Ich muss sagen, mir macht das Spiel bisher Spaß. Mindestens genauso wie Mass Effect 2. Habe ich auch. Ich muss ehrlich zugeben, Mass Effect 1 fand ich jetzt nicht schlecht. Aber irgendwie, als es fährt, mir das nicht so gefallen. Weil irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Habe ich auch erst überlegt, ob ich Mass Effect 2 überhaupt nochmal irgendwann mache.
dachte mir, ach komm, und ich habe mich an Mass Effect 2 richtig verliebt, ja. Das Spiel wurde richtig geil zum Schluss. Das war richtig cool. Genau das habe ich getan. Eines steht jedenfalls. Das steckt irgendwie im Boden fest. Sie sind keine Freunde der Allianz. In der Tat. Wer redet da überhaupt? Ich meine, ich habe der Sound so leise, deswegen habe ich das gar nicht gehört, dass die da reden. Ich kann irgendwie auch ducken. Geht das? Ne, geht nicht. Konnte man sich? Doch, man konnte sich doch ducken, oder? Bei Mass Effect 1 ging das. Das weiß ich noch. Und ich liebe das. Okay, nicht so viel rumgammeln. Wir wollen noch was schaffen in diesem Part. Auch wenn die Hälfte schon vorbei ist. Gut, 11 Minuten haben wir schon rum. Okay. Zu 15 Minuten Partzeiten wäre das jetzt anders gewesen. Ach, ich muss auch noch ankündigen, ne? Ich habe ja auch separat gerade Metroid Prime 2 laufen. Da werde ich weiterhin 15 Minuten Parts machen. Ich möchte das dann schön in einem Projekt jetzt anfangen, ne? Dann bei dem Folgeprojekt von Metroid wird dann auch 20 Minuten Parts sein. Weil ich gar nicht weiß, was da das Folgeprojekt eigentlich werden soll. Ich glaube, ich mache dann Portal 2. Na egal. Ich komme scheinbar nicht rein. Achso, das ist eine Konsole. Okay. Ein Fahrstuhl. Spielen wir hier Fahrstuhlsimulator. Ash. Nennen Sie mich nicht Ash. Warum ist Cerberus hier und was haben Sie mit denen zu tun? Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Soll ich glauben, dass sie es jetzt nicht mehr tun? Entschuldigung. Wir haben uns zusammengetan, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Sie haben sie von Grund auf neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben, Ressourcen. Hören Sie zu. Ich hatte seit der Zerstörung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum sie jetzt hier sind oder was sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Es ist nur... Sie sollten mich eigentlich besser kennen, Ash. Animal. Ach. Bitte, vertrauen Sie mir. Das tue ich ja. Es ist nur... Oh! Hier. Wie heißt sie noch? Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Verdammt, schnell, Yara, so. Der Zoni, genau. Ist sie das? Ich weiß nicht. Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Liara? Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja. Halleluja. Endlich Antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier, auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wo finden wir diese Waffe? Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten... Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was?
Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Sie kommen näher. Wir sollten in Deckung gehen. Sie haben uns gefunden. Alter Schwede. Okay, Mann. Wir haben Dingensbummens wieder. Achso, das ist Glas, verdammt. Wir haben Liara wieder gefunden, quasi. Kann mich eigentlich nicht beschweren und könnte es bitte aufmachen. Danke. Warum ich gerade dieser Katze so lachen muss, tut mir leid, ich muss ja irgendwie an Ash aus Pokémon denken. So, nenn mich nicht Ash, ich bin kein Pokémon-Trainer. Mir ist keine genaue Referenz eingefallen, aber ich fand das so lustig. Tut mir leid. Egal. Genau. Ich vermisse immer noch meine Sniper, ne? Das ist echt nicht schön. Das möchte mir nicht mal... Komm, wir machen mal Adrenalinstoß, pass mal auf. Kann ich das eigentlich immer noch so drehen? Wie früher? Ja, tatsächlich. Setz mal da schön Adrenalinstoß hin. Hallo. Kein Problem für jemanden mit Biotik. What the fuck? So sieht der Adrenalinstoß jetzt aus? Ich will eigentlich... Nehmen wir mal... Weil wir nehmen mal die da... Mann! Ach! Nee. Ich dachte, ich hätte die Waffe für einen anderen aufgenommen. Ach so, okay, ich hab mich vertan. Oh Mann, jetzt nimm doch die Scheißknarre da. Das war jetzt Adrenalinstoß. Ich hab nee, Mann! Du kannst dich nicht ewig verstecken. Headshot. Ich habe auch gehört von einem... von einer Person aus privaten Kreisen, er kann es auch Freund nennen, dass man hier wohl Köpfe wegschießen kann. Ich weiß es nicht, ob es nur bei Husks war oder bei allen. Was machst du denn da? Der guckt hier voll rum, ey. Mann! Die kann man nicht einfach erschießen. Ja, aber, komm doch hoch, Mann! Du feige Stück Scheiße. So, mein Gott. Das waren alle. Okay. Suchen wir einen Weg nach oben. Ah ja. So. Personalunterkünfte. Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, ich weiß nicht warum. Ja, da kommen wir jetzt irgendwie schlecht hin. Ne? Shepard, please. Kann ich eigentlich in diesem Spiel Leitern hochklettern? Frag ich mich gerade so. Wir haben den Fahrstuhl sabotiert. Suchen ah, super. Einen anderen Weg nach oben. Fahrstuhl. Irgendwo eine Treppe. Ups, eine Treppe. Kann ich, wenn ich jetzt mal V drücke? Ja, so, ich muss da. Okay, ich muss oben hoch. Ja, ist mir schon klar. Och Mann. Die Steuerung verwirrt mich gerade. Das ist eine gesicherte Station. Wie ist Cerberus da reingekommen? Weiß nicht. Aha. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und in der nächsten herrscht Chaos. Achso. Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern... Ach, ich kann doch einfach ein, zweimal antippen. Ich glaube nicht, aber möglich ist natürlich alles. Ist ja cool. War das beim ersten auch so möglich, dass ich einfach so zack, zack mache, dann automatisch rüberklettert? Ich glaube, beim ersten muss man erstmal komplett ducken, bevor das ging. So, erstmal wieder umgucken und eigentlich ist die Folge auch schon wieder so gut wie vorbei. Ja, wir haben noch eine Minute. Ach, 20 Minuten Part sind voll schön. Ich mag das. Ich mag es. Ja. Auch so die Position, wie ich hier sitze, das ist viel schöner. Viel angenehmer im Rücken und so. Weil ich habe jetzt endlich, ich sitze in einem Sessel, müsst ihr wissen. Und mein Mikrofon steht jetzt auf dem Tisch hier neben und sieht total bescheuert aus, wie ich hier auch. Mir würde lachen, wie ich hier sitze, aber es funktioniert. Ha! Und sehr viel gemütlicher. Kann man auch mal längere Aufnahmesessions mal rennen. Wurde gerade erschossen? Das sah gerade überhaupt nicht so aus. Sturmschütze. Kann ich auch hier schön in die Ecke? Die halten? Hä? Achso. Warte, mit dem muss ich jetzt was Cooles machen. Boom! Oh, da sind ein Stückchen rausgeflogen. Habt ihr das gesehen? Das sah schön aus. Hallo. Hier, Mann. Wartet. Bam! Alter, das war übel. Lebt er noch? Nee, dachte schon. Sowas kann der doch gar nicht überleben.
Das geht doch nie. Hallo, der fliegt denn wieder schön gechillt lang. Der hat's leicht im Leben. Fliegen. Nichts ist schöner als fliegen, nicht wahr? Es sind diese komische Kraft da, die anderen machen können. Ich weiß nicht, wie ich die machen kann. Ich habe mir gerade beim Reden den Kiefer ausgerenkt. Ah, das tut weh. Egal. So, Freunde, ich würde sagen, würde ich glatt behaupten, das war's schon wieder. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge Mass Effect 3. Und im nächsten Part gucken wir mal, wie es hier weitergeht, wa? Ich muss auf jeden Fall die Parts nochmal nachgucken, weil die Sound ist so leise, dass ich von den Cutscenes fast gar nichts mitbekommen habe. Voll doof. Aber bis zum nächsten Mal, bis eh wieder lauter gestellt, weil, wie gesagt, Sound mache ich gleich sowieso wieder lauter, wenn ich ausmache, weil ich Videos gucken will und kacken will. Oder so ähnlich. Freunde, ich laber schon wieder so einen Müll. Es ist echt nicht wahr. Freunde, bis zum nächsten Part. Wir laden nochmal nach und bis zum nächsten Mal. Ciao.